Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Stronghold Crusader. Ich mache diesmal ja kleines Gefecht. Ich und Philipp gegen zwei Schlangen und zwei Schweine. Mal gucken, wie das wird. Natürlich Deathmatch, maximaler Computervorteil. Will mich erstmal so ein bisschen rantasten gegen schwerere Gegner, weil ich mir ja so manchmal sehr bescheiden anstelle, auf gut Deutsch gesagt. Wir müssen langsamer machen. Ich habe das schon mal probiert und da hat irgendwie alles rumgespackt, die Aufnahmen oder Stronghold, deswegen, na, ist es jetzt erst dazu gekommen. So, wir brauchen Kohle. Wir brauchen richtig viel Money. Weil wir bauen mal wirklich eine Burg. Ich mache jetzt hier einfach frei Schnauze irgendwas. Erstmal ganz leicht zwei Türmchen, Ballisten drauf. Oh, ich sollte mal auch irgendwie ein paar Leute holen. Sonst habe ich gleich einen Arsch offen. So, wir fangen erstmal irgendwie an. Klein, aber fein. So. Und so. Lass uns gleich mal ein bisschen Holz holen. Ihr habt nicht genügend Güter. So. Das sieht schon mal ganz nett aus. Achtung! Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. So, erstmal ein paar Armbrustschützen. Die ganzen Bogenschützen kommen noch da. Boah, die fangen schon an. Wir werden überfallen. Ihr könnt auf uns zählen. Guten Morgen, eure Leute. Morgen. Waffen benötigt. Bogenschützen bereit. So. Seine Augen gedeiht. Name. So, oh shit. Müsste jetzt Nahkampf gehen. Achso, okay, die wollen gleich nach oben. Dann interessiert mich das doch nicht so. Euer Gnaden, wie können wir helfen? So, das passt. Die Spawnpunkte generell sind hier ganz schön nah aneinander gesetzt. Aber ich will mich mal nicht beschweren. Wir brauchen noch mehr Holz. Können wir alles verscherbeln oder zu Waffen machen? Oh, wir setzen jetzt mal auf massive Bogenschützen. Erstmal so, um alles zu richten. Ich hoffe, die Schweine haben genug Ressourcen. Also, weil die ja sonst komplett nichts tun. Ja, nur zwei. Ich glaube, die haben generell nur zwei Steine, Eisenminen. So. Mein Bogen ist euer. Rücken aus, mein Herr. So. Ziehen wir hier noch eine Mauer. Klein, aber oho. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich glaube, das wird ziemlich unförmig, was ich hier vorhabe. Aber jede Burg war, oder eigentlich war keine Burg so richtig viereckig oder rechteckig. Die hatten ja nun alle sich der Umgebung angepasst. So, auch wenn ihr die Trappe jetzt nicht mehr nutzt. So, damit es ein bisschen spannender wird. Wenn wir hier wieder ein bisschen schneller machen. Dann komme ich wenigstens auch nur halb hinterher. So. Wenn wir uns hier mal ein bisschen um die Nahrung kümmern. Irgendwo muss ja auch noch die Außenmauer hin, deswegen werde ich jetzt mal da nichts hinbauen. Klingt zwar dämlich als Grund, aber egal. Boah, ist ja alles voller Drecksbäume hier. Boah, hätte ich das mal früher gesehen. Wir werden erstmal
generell so ein bisschen aufstellen. Wie geht's denn ihm hier? Okay. Er sollte mal buddeln. Aber hier verteilt sich die Aggro relativ gut. In dem Game, was ich davor gemacht habe, da war das Terrible alle nur gegen mich. Oder ich gefühlt nach 5 Sekunden den Kürzeren gezogen. Deswegen habe ich jetzt das ein bisschen, naja, zu meinen Gunsten verteilt, sagen wir es so. Ich habe überhaupt keine... Also nicht ein bisschen durch überlegt, ob das hier alles sinnvoll ist. Weil das sieht man jetzt sofort, wie die Dings aufgeteilt sind. Hat jetzt gerade so irgendwas da reingepasst. Hier würden sogar noch 2 hinpassen. Oh, Fütter. Hier würden sogar noch 3 hinpassen. Ah, okay. Anscheinend habe ich doch ganz gut überlegt. So. Oh, und so. Das sieht doch ganz nett aus. Stein können wir mal verkaufen. Eigentlich nicht. So. Eigentlich. Na egal. Nee, ich wollte gerade sagen, Philipp hält doch schon sehr, sehr viel ab. Also, den könnte ich nicht wegnehmen. Der macht hier doch seine Arbeit ganz gut. Sag mal, wie kriegen wir denn hier so... Wieso kann ich ihn da nicht bauen? Ja, wegen dem Baum, das ist mir klar. So, und dann machen wir hier ein kleines Torhäuschen hin. Und hier unten. Auch wenn ich noch keinen Plan habe, wie ich die verbinden will. Ich ziehe einfach erstmal irgendwie eine Mauer. Ups. Nee, müsst schon durchs Tor gehen. So. Und so. Dass sie auch partout nicht die Dings nehmen wollen. Die Eingänge. Ja, gehen wir da weg. So, na, das sieht doch schon mal schnieke aus. Was steht denn da im Weg jetzt mal ehrlich? Achso. Ja, ja, ich hab's verstanden. Die Waffenkammer ist voll, alles klar. Philipp setzt doch auch auf Pikeniere, oder? Ja, was sollen wir jetzt machen? Wir geben dem mal eine kleine Pikenspritze. Güter senden. Hier kriegst du 10 Stück. Weiß ich. Vorräte kann man noch essen, ja. Hier sind aber nur noch wenig drauf. Ja, die kommen ja zu mir. Was jammerst du denn rum? Hier hinten brauchen wir auch noch irgendwie ein Treppchen, sonst geht das schlecht. Oh, passt ja perfekt, sogar mit Zinne. Wow, bin ja richtig stolz auf mich. So, und den Rest werden wir jetzt... ich habe keine Eisen. Das werden wir auch das wahrscheinlich im ganzen Spiel nicht bekommen. Ich glaube, das machen wir mal nur mit Bogenschützen. Die einzigen Armbrustschützen, die haben wir uns gekauft, fertig ist. Aber die Nahkampfausrüstung ist ein bisschen ekelhaft. Egal. Mehr. Der Kornspeicher ist voll, my Lord. Wir benötigen Gold. Das höre ich ja nicht gerne. Ah, der Kornspeicher ist voll. Dann können wir natürlich auch immer volle Ration fahren lassen. So. Das sieht doch ganz nett aus. Irgendwie für die Optik bauen wir auch noch eine Kirche. Oder, ja doch, Kapelle wäre das große gewesen. Eieiei, die haben den kompletten Turm ausradiert.
Leute, ihr müsst da hoch, ihr müsst ihn wieder sichern. Eieiei, hätte ich jetzt. Also habe ich überhaupt nicht gesehen. Ach, dass der hier so viel bekommt. Hätte ich nicht gedacht, dass Philipp sich da hält. Ich weiß gar nicht, was bei Udwin herausgekommen ist, bei ob er überhaupt Philipp gegen Schlange mal getestet hatte. Aber es wäre mal, glaube ich, auch ein spannender Kampf. So, obwohl Philipp ja eigentlich ziemlich schwach ist. Aber den haben wir ja kaum, oder mal gar nicht in den Kreuzzug gesehen, weil er erst bei Extreme dazu kam, glaube ich. So, eigentlich sind das auch viel zu viele. Aber ich habe immer noch Angst, dass der Schwein mal irgendwie antanzt. Ich glaube, das wäre sogar noch schlimmer, wenn die Schweine von Anfang an, wenn es einfach mal Schlangen werden anstatt Schweine. So, wir werden mal beschützen wir ihn jetzt mit Leuten. Also mit Nahkämpfern oder schicken wir einen Fernkämpfer? Nee. Ich will dir keinen Befehl geben. Ich muss ihm mehr Holz geben. Und vor allem Steine. Yay. Doch, jetzt geht's. Eure Verbündeten. So, jetzt versuche irgendwas. Mach mal hier auf die Luke. Womit kann ich dienen? Nano Daibo. Eure Befehle? In Bewegung. Weil ehrlich gesagt, solange Philipp steht, muss ich ihn noch nutzen. Weil sonst, sonst wird es wesentlich schwerer, nach links hin zu verteidigen. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Aber er kann immer noch Entlastungsangriffe zu meiner Seite hin führen. Also das ist schon nett. So, aber jetzt. Oh, können wir. Nee, das schafft man nicht. Oder? Ich sollte einfach mal die Sätze beenden, die ich auch versuche irgendwie in meinem Kopf zu bilden. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht können wir von hier aus reinschießen. Ja, können wir. Perfekt. Ah, das ist ein bisschen sehr OP. Aber wir ballern einfach mal. Traut mal da ein paar Kühe rein. Was können die denn schießen? Haut mal da einfach jede Menge Steine rein. Ja, Philipp habe ich jetzt soweit stabilisiert, würde ich mal sagen. Oh, der ist gleich wieder kaputt. Ist auch halb weg. Der kriegt keinen Stein, der Herr. Aber ich bin ja auch echt scheiße platziert, wa? Ich reiß das mal alle kurz ab. Eine Nachricht von König Philipp. Ich bin umzingelt. Schickt mir eure Armeen zu Hilfe. Oh, es wären trotzdem nicht drei. Meine Armee steht direkt vor deinem hübschen Häuschen. Hervorragend. So. Ach komm hier, so. Muss jetzt funktionieren. Nix da, du willst ja hier nicht meinem Kumpel abstechen. Ach, wein mal nicht. Brauch mehr Leute. Geht ja nicht.
sein. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. So. Das läuft noch. Er hat auch gar keine Leute mehr, wa? Mach mal hier auf die Luke. Mach mal so einen kleinen Angriff. Ihr seid der sechstgrößte Herrscher. Flugbahn ist berechnet. Ja, da konnten wir viel zerstören. Das reicht. Und die ganzen Bogenschützen können wir uns mal hier hinstellen. Und dann legen wir los. Stürmen in die Bude. Also der Angriff wird jetzt wahrscheinlich nicht zu seinem Untergang führen, aber ihn zumindest stressen. Ah, das war vielleicht nur ein Stück zu nah. Ah, die Armbrustschützen haben doch gefeuert. Das Ganze ein bisschen schlecht aussehen lassen für mich. Es werden Rekruten benötigt sein. Womit kann ich dienen? Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Richard hätte. Richard. Wieso sag ich Richard? Philipp hält noch durch. Jetzt können wir eher sogar einfach so rumstehen. Wir machen mal den Turm endgültig kaputt und gehen mal schon mal ein paar Leute nach oben. Vielleicht ist das sogar schon... Nee, das ist nicht der Sieg. Da steht noch zu viel. 69, 62, 59. Oder? Nee, definitiv nicht. Da waren jetzt richtig viele drauf. Oh, doch. Und waren ihn jetzt so stark? Okay, habe ich jetzt. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Scheiße. Das sind ganz schön viele. Die ganzen Nahkämpfer können wir da einfach reinhauen. Vielleicht kriegen wir ein paar Leute weg. Ist jetzt zwar ein Selbstmordkommando für die ganzen Nahkämpfer, aber ich brauche jetzt, glaube ich, den Entlastungsangriff, weil sonst wären es echt zu viele. Siehst du, die werden ja völlig weggemoscht. Scheiße, sind das viele. Oh, fuck. Oh! Oh. Eieiei. Die haben mir gerade ein bisschen Angst gemacht, wa? Zum Glück. So, das war jetzt irgendwie nicht so geil, aber egal. So. Wie können wir dann den Philipp unterstützen? Ich werde ihm mal einfach ein bisschen Geld senden. Vielleicht kann er damit was anfangen, weil mir quittet ja sowieso wieder alles aus allen Nähten. Ja, kann sein, dass wir zu wenig Mehl reinbekommen. Perfekt, passt dahin. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. So, na, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten zur Stelle. Na. Jetzt können wir auch die ganzen Leute darunter nehmen.
Wenn ich dann wieder Angst bekommen sollte, dann können wir sie wieder aufstellen. Holen wir einfach die nächsten. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Treppe hier dadurch kaputt gegangen ist. Dass man jetzt nicht mehr hoch kann, aber... Das wären wir... Doch, sie können auch. Perfekt. Da brauche ich mich nicht drüber aufregen. So, Philipp, hast du hier ein bisschen gefangen? Ja, schade, dass ich nicht für dich reparieren kann. Ach, was mache ich denn? Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. So, na, das sieht doch ganz schick aus. Oh, und er greift mal an. Dann werden wir da einfach mitmachen. Die ganzen Nahkämpfer kommen mit. Ah, das ist nur ein Entlastungsangriff, war. Also ein Störangriff. Viel zu wenig, auch wir gehen noch auf den Falschen. So. Dann pushen wir uns jetzt einfach noch weiter nach vorne. Ja, wir klicken noch ein bisschen. Belagerungswaffen, brauchen wir die? Eigentlich haben wir so viel. Das sollte jetzt kein Problem werden. So. Bogenschützen hier hin, damit wir die gleich noch ein bisschen beschießen können. Ich werde mir meine ganzen Nahkämpfer davor stellen. Das sind echt viele. Die gehen auch zum Teil auf mich, kann es sein. Und der Schwarze kommt auch schon wieder? Nee. Das war generell ein Angriff auf mich. Na, ein bisschen spät. Ein bisschen sehr spät. Aufmarsch! Eieiei, hier sind aber auch viele. So, wir werden jetzt einfach da reingehen und versuchen, so viel wie möglich zu zerstören. Die Hälfte lassen wir jetzt einfach nach oben laufen. Ja, gegen meine Bogenschützen hast du leider gewonnen. Und die Leute da drin, die kriegen auch nichts auf die Reihe. Nicht mal ein Haus kaputt gemacht. Scheiße. Ja, leider. Ja, den Herrn darf man dann doch nicht unterschätzen. Aber Philipp könnte ja auch mal ruhig was machen. Also so richtig mit Angriff. Lächerliche Forderungen. Kann sich gerade so halten mit meiner Hilfe. Ich glaube, wir müssen mit Belagerungsgeräten anrücken. Weil wir den einfach den Schädel wegschießen damit. Oh, 21 ist okay. Und wir können mal positive Dinge basteln. Dann sind meine ganzen Leute effizienter. Also... wäre eigentlich nur sinnvoll. Eine Nachricht von König Philipp. Uns mangelt es an Vorräten. Wir empfehlen, dass ihr Folgendes sendet. So, nicht Religion.
Das Volk fürchtet sich in keiner Weise vor euch, My Lord. So, müssen aber noch mehr Sachen hin, oder? Ihr könnt das nicht dort platzieren, My Lord. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Eure Befehle sind auf dem Weg. Katapult bereit, My Lord. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. So, und dann haben wir jetzt noch ein paar Sachen. So, können wir denn hier was wegfeuern? Na, darauf können wir wenigstens schießen. So. Ob die im richtigen Mittelalter auch so übertrieben haben, einfach so mit 5 oder 6 Katapulten gleichzeitig so eine Burg unter Beschuss genommen haben. Ah ne, da hat man ja eher das ganze Sache ausgesessen, war von wegen nicht belagert, sondern einfach so lange gewartet, bis der Gegner sich ergeben hat. Stopp! Schieß die weg! Wieso sind das jetzt nur noch so wenig? Sind die gerade alle rausgekommen? Oh, schöne Ding. Oh, wir können ja noch ein bisschen zerstören. Nee. Feuer! Völlig übertrieben. Eine Nachricht vom Schwein. Hey. Oh shit! Wie sieht's hier denn aus? Ja gut, ich war wohl ein bisschen abwesend. Ich bin ein bisschen sehr auf die Schlange konzentriert. Aber ist ja auch nur der Turm weg. So, sieht gleich wieder aus wie vorher. So. Hohoho. Eieiei. Komplett wegrasiert. Wunder, dass die überhaupt da drauf stehen. Bin zur Stelle. Ja. Sind auf dem Weg. Ich glaube, da müssen wir noch ein paar Truppen holen, die sie hier mit verteidigen. Oh. Na, egal. Bleiben wir sowieso nur zur Verteidigung hinten. So. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Dann können wir jetzt weiter mit den Katapulten machen. Dann ein bisschen was wegschießen. Können wir mal den Arsch wegschießen. Dann sind die ersten schon verletzt und ich kann auch besser einfach durchlaufen. So. Da sehe ich aber was Schönes. Oh, gleich ist deine ganze Nahrung weg. Es tut mir so leid. Schön. Können wir nochmal die Bogenschütze ein bisschen weiter nach vorne, weil die sind jetzt um einiges effizienter als beim Angriff davor. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Bitte, Kiep. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt sein.
Hey, aber der Schwein oder die Schweine, wo er. Der Schwein. Das Schwein, wenn dann. Die werden dann nochmal ein bisschen härter. Gerade nur mit Bogenschützen wird das ein bisschen brutaler. Aber ich glaube, ich werde die einfach auch kaputt bomben. Alter, wie die Effizienz eingebrochen ist, das finde ich so krass. Deswegen baue ich die eigentlich so gut wie auch nie. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kriege ich gar keine Waffen mehr rein. Das übertreiben wir halt richtig. Na, haben deine Pfeile bewiesen, die du auf uns geschossen hast. Wohin gehen wir? Eine Nachricht von König Philipp. Unsere Bündnis trägt Früchte. Bravo, mutiger Verbündeter, bravo. Ihr seid gebt uns dieses Aufgabe. Gerät brauchen wir, können wir Lagerungsgeräte bemannt. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Waffen zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. So, wer ist denn stärker von beiden? Der Schwarze, immer noch. Von hier von unten können wir auch richtig ordentlich rinrödeln. Drei Gebäude plus den Markt plus Turm. Aber der hat hier vorne noch den Turm. Also glatt würde ich ja sagen, dass der hier schwerer wegzuballern ist als er. Naja, egal, wir haben uns jetzt für die Sache hier entschieden. Wir brauchen bloß irgendwie noch mehr Leute. Bin zur Stelle. Allzeit bereit. Ein weiter Weg. Es werden, bin zur Stelle. Waffen benötigt, Sire. So, wir stellen hier noch mehr Verteidiger auf. Wir wollen die nicht unterschätzen. Auch wenn jetzt meine Fernkämpfer schön effektiv sind. Mit 125% Effizienz. Wo können wir denn hier schon hinballern? Oh, wir müssen eine ganze Ecke fahren. Schlag die Trommel, blas das Horn, das Schwein ist im Anmarsch. Eieieiei, das ist brutal. Leute, schlachtet sie nieder. Wir werden überfallen, es werden zur Stelle. Ey, hätten die beide gleichzeitig angegriffen, dann wäre es, glaube ich, doch ein bisschen anders ausgegangen. Hier unten haben sie sogar die Dings runtergehauen. Und wäre hier ein Eingang gewesen, dann hätten die sich gleich nach drin verpisst. Hätten mich ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Eine Nachricht vom Schwein. So. Oh shit. Fuck. Na, gute Zinne. Aber jetzt sollte man nah genug dran stehen. Nicht? Das sieht so nah aus. Sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Jetzt, wo auch die Bogenschützen schießen können. Jetzt können wir auch mit den Katapulten schießen, alle klar. Alle weggebombt. Ein unmögliches Ziel. Wir werden überfallen. So gut wie erledigt. Ja, wir können mal noch den Turm hier wegnehmen. Womit kann ich dienen? Ein weiter Weg. Na, kommen wir da hoch? Irgendwie baller ich eher meine Leute weg. Hört mal kurz auf zu schießen. Oh, naja. Ich hätte vielleicht doch erst den Turm komplett wegmachen sollen. Eine Nachricht vom Schwein. Eure Tage sind gezählt. Möge die Pest auf euch niederregnen. Brauchen wir irgendwie noch ein paar mehr Leute vorne. Mein Bogen ist euer. Komm, wir können aber versuchen, uns anzukugeln. So gut wie
So, der Herr hat kaum noch Holz. Aber er rückt aus. Nee, doch nicht. Ich hab gedacht, der will jetzt rauskommen. Aber da drin könnte er schön rumlaufen. Riecht so nett. Das wird kaum sich so weit verbreiten. Warum sind denn die Zinnen auf einmal alle nach oben gerichtet? Bogenschützen bereit. Bin zur Stelle. So. Na, das läuft ja. Einfach nur rinballern. Meine Beliebtheit sinkt. Ja, hups. Vielleicht doch ein paar viele Leute. Immer noch plus 3. Das ist Schwachsinn. So rum. Drei Reiter. Heftig. Philipp legt los. Keiner hat getroffen. Super ärgerlich. So, aber so dünnen wir ihn nach und nach aus, weil er kaum an Sachen kommt. So, aber eigentlich kann ich jetzt mal wieder die Gebäude dazu nutzen, ihn zumindest zu versuchen, in Brand zu stecken. Ja, okay, Incheck sitzt direkt daneben, wa? Ist sowieso kaputt. Scheiße! Ja, so ein Schwein ist doch schon eine harte Nuss, wenn man nur mit Bogenschützen ankommt. Eure Befehle? Können wir denn hier eigentlich hier rauf feuern? Wo können wir denn hinfeuern? Nee, da fehlt nur in jede Ecke. Eine ganze Ecke. Aber ihr könnt doch Steine ins Gesicht haben, wenn ihr wollt. So, wenn wir vielleicht im hohen Bogen drauf schießen. Wollt ihr nicht? Ja, ihr sagt das, aber ihr tut's nicht. Eine Nachricht vom Schwein. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Direkt erschlagen. Nein, ihr sollt da hinfeuern. Okay. War jetzt aber auch nicht so schlecht, fand ich. Wir haben jetzt gut viele Leute kaputt gemacht. Ups. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja. Ein weiter Weg. So, Philippe. Brauchst du Steine? Kann ich dir gar nicht, oder würde ich dir gerne geben, aber ich gebe dir was anderes, damit kannst du ja auch Steine holen. Jede Menge. Ihr seid sehr großzügig. Eure Vorräte.
Punkte sind sicher eingetroffen. Ihr könnt es werden auf uns zählen. Benötigt sein. Es werden Rekruten, benötigt sein. Warum ist denn hier der eine Steinbruch kaputt gegangen? Und ist der wirklich so eingebaut, dass man da nicht rankommt? Lass mich doch in Ruhe. Das bleibt jetzt so. Die kommen immer noch direkt zu mir. Das ist ja schon brutal. Wer kommt denn da alles? Los, Nahkampfkatapulte. Verdammt. Er hat immer noch so viele Leute. So, euch nehmen wir mal alle mit. Ein weiter Weg. Ein erträglicher Verlust. Bin zur Stelle. So, na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Habe ich jetzt auch schon gefühlt 20 Mal gesagt. Aber jetzt habe ich auch ziemlich viele Leute. Und ihr kriegt jetzt wirklich fast kaum noch Ressourcen rein. Also wir werden jetzt hier wirklich Feuerballisten bauen. Und dann die Leute auf dem Turm erstmal auslöschen und dann vielleicht noch einen Brand legen. So. Oh, immer noch drei. Nee, es war nur noch. War doch nur noch einer. Hat sich bloß nicht schnell genug aktualisiert. Die kämpfen hier schon. Ja, das ist okay. Bis wohin können die schießen? Scheiße. Schießen von selbst da oben drauf, aber wollen oder machen nichts. Das lösen wir mal auf. Sonst buggen die rum. Das möchte ich nicht. Wir benötigen Steine. Hier. Katapult bereit, my lord. Ihr habt doch Steine. Verstand ich jetzt nicht. Wird da einfach nur kräftig rinfeuern. Das ist das Einzige, was ich möchte. So. Wie viele Leute sind denn da noch? Immer noch so viele. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Alter, Philipp, der macht ja gar nichts. Blockiert einfach nur Ressourcen. Okay, dann hat er am Anfang getankt, aber sonst gar nichts auf die Reihe. So, wir stürmen jetzt mal hier. Ich habe keinen Bock mehr auf die scheiß Pikeniere, Lanzenträger, Arschgeigen. Viel zu schwach. So, wir werden jetzt mal ein bisschen aggressiver versuchen, da seine Leute oben drauf loszuwerden. Wenn dabei noch ein Fernkampfduell zwingen. Eine Nachricht vom Schwein. Das Schwein wird so, und dadurch mussten jetzt auch ganz viele Leute laufen und konnten sich nicht richtig verteidigen. Das ist nice.
Ist jetzt vielleicht ein bisschen arschmäßig gewesen, aber es hat ja auch funktioniert, oder? Mann, kann man nicht sowas einbauen wie Endlosschleife von wegen, dass man ja, dass immer die Leute gebaut werden, wenn sie da sind, wenn die Waffe ankommt. So, was haben wir denn hier an Nahkämpfern? 7 und 18. Ja, wenn das nur der King ist, dann dürfen die den Wocker wegkloppen. So. Hier wird jetzt umgeboxt. Eine Nachricht von König Philipp. Oh, du prächtiger Herr. Ich werde die Herrschaft über diese schöne Land übernehmen. Du kannst überhaupt nichts. Du bist ein richtiger Lappen. Eingenommen, mein Lord. Eine Nachricht vom Schwein. Nein. Machen wir gleich aggressiv weiter. Bravo! So. Oh. Ihr wollt zurückkommen? Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. So, bleibt da noch ein bisschen stehen. Das wäre eigentlich ganz nett. Schade. Bogenschützen bereit. Und weiter. Sehr schön. Bin zur Stelle. Ja, und den zünden wir jetzt an. Ist hochgekommen. Eine Nachricht vom Schwein. Alter, brennt aber auch gar nicht, wa? 200.000 Brandpfeile. Interessiert ihn überhaupt nicht. Oh, jetzt. Der Kornspeicher ist voll. Nur ein paar Rinder da reinwerfen und dann weiter fackeln. Das Vorratslager? Das höre ich zum ersten Mal im Spiel, kann das sein? Also nicht, dass es mir vorher mal aufgefallen wäre, sagen wir es so. Eieiei, 50 Minuten. Da merkt man, dass ich wirklich nicht mal gut zocke, sagen wir mal so. Ich habe ja auch dementsprechend schnell. Na okay, ich habe mir auch nur Bogenschützen verwendet, aber trotzdem kacke. Aber wir ballern einfach mal ein bisschen rein. Komm, dann machen wir jetzt hier Action. Wir stürmen! Ja, sind auf dem Weg. Eine Nachricht vom Schwein. Was ist hier los? Los, ballert sie alle weg! Da kommt eine riesige Horde auf dich zu. Da hast du keine Chance, Junge. Ihr Nahkämpfer können aber mal nach vorne. Schweige dann. Na, 9 Stück gegen den King. Können wir mal austesten. Eieiei. Oh, brutal lange. Schlacht sie zusammen. Sind sogar nur 8. Da locker überlebt. Not bad. So, aber wir machen jetzt den Sack zu, Ende im Gelände. Schöne Ding! War am Anfang ein bisschen holprig und ungewohnt wieder reinzukommen, nach einer gefühlt 2-monatigen Pause oder so. Ein Monat. Kam mir ewig lang vor.
Aber egal. So, ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge von Stronghold Crusader wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss.